Willkommen zurück, Peter hier, und heute soll es mal darum gehen, ob Nüsse bei Typ-2-Diabetes geeignet sind. Also Nüsse an sich sind ein wunderbares Lebensmittel, tolle Fettquelle, je nach Nuss natürlich. Es gibt sehr, sehr gute Nüsse und vielleicht nur gute Nüsse, aber an sich ist jede Nuss erstmal okay. Ja? Aber man muss sich halt immer die Frage stellen, welches Ziel verfolge ich denn? Wenn ich Typ-2-Diabetes habe, geht es dir erstmal nur um bessere Blutzuckerwerte, geht es dir erstmal nur um eine gesunde Ernährung oder möchtest du auch ein paar Kilo verlieren oder bist du vielleicht schlank und möchtest sogar zunehmen oder dein Gewicht halten? Je nachdem muss man halt schauen, ob bzw. wie viel Nüsse man integriert. Weil Nüsse zu essen, tolle Sache, aber die Menge muss man halt im Blick behalten, weil je nach Nuss hat man halt auf 100 Gramm gleich mal 600 bis 700 Kalorien und das ist jede Menge. Also wenn du dir jetzt denkst, ich will mich gesünder ernähren und esse jetzt abends statt meinen Packung Chips einfach eine Packung Nüsse, und will aber eigentlich abnehmen, dann hast du natürlich nicht viel gewonnen. Dann ist es zwar gesünder, aber es wird dich deinem Ziel nicht näher bringen, sondern du nimmst vielleicht dadurch eher sogar noch mehr zu. Macht also keinen Sinn. Also hier muss man immer schauen, möchte ich abnehmen, Gewicht halten oder zunehmen. Für die Blutzuckerwerte sind Nüsse hervorragend. Ja, eine tolle, tolle, gesunde Fettquelle. Aber du musst halt dann das Ganze mit Maß und Ziel betrachten. Das heißt, wie viel darf ich denn jetzt essen? Im Grunde, wenn du abnehmen willst, du brauchst sowieso die Basis immer ein Kaloriendefizit, sonst geht das sowieso nicht. Ja? Die Ernährung sollte natürlich insgesamt schon gesund sein, weil bringt dir jetzt nichts, wenn du jeden Tag eine Packung Nüsse isst. Nur das, da bist du in einem Kaloriendefizit, du wirst abnehmen, aber die Nüsse alleine werden dich nicht gesünder machen, weil eine gesunde Ernährung besteht aus mehr als nur jetzt Nüsse oder nur Gemüse oder weiß ich nicht. Ja, wir wollen uns immer schön vielseitig ernähren, um viele Nährstoffe auch abzudecken. Also müssen wir mal schauen, wie viele Nüsse kann ich denn mir pro Tag erlauben, damit ich trotzdem alle Ziele verfolge. Also nicht nur bessere Blutzuckerwerte, sondern eben auch, dass das Gewicht auch weiter nach unten geht. Also hier muss man die Menge im Blick behalten. Du kannst aber jeden Tag Nüsse essen. Wenn du jetzt jemand bist, der sich schwer tut, das Gewicht zu halten und du nimmst immer weiter ab, weil du irgendwie gemerkt hast, ich bin schlank, habe die Diagnose bekommen, ich muss mich wahrscheinlich gesünder ernähren und aufgrund deiner gesünderen Ernährung fängst du auf einmal an, weiter abzunehmen, obwohl du das gar nicht möchtest, dann darfst du hergehen, jetzt in dem Fall, und kannst natürlich deutlich mehr von den Nüssen essen, weil sie sind ja ein gesundes Lebensmittel mit viel Kalorien und da du ja zunehmen willst oder eben nicht mehr weiter abnehmen willst, hast du natürlich da deutlich mehr Spielraum und kannst deutlich häufiger zu Nüssen greifen und auch deutlich mehr Proportion essen. Und da musst du halt für dich selber schauen, wie viel geht denn für mich? Also wie viel darf oder soll ich denn essen, damit ich eben mein Gewicht dann halten kann, zunehmen kann oder eben abnehmen kann? Und das ist eigentlich bei den Nüssen der einzig entscheidende Faktor, weil ob sie gesund sind, außer Frage, wunderbar. Du musst nur schauen, geht es auch in anderen Lebensbereichen in Richtung meines Ziels oder sabotiere ich mich dadurch vielleicht selber? Okay, und das ist eigentlich das, was du über Nüsse wissen sollst. Und du musst halt jetzt schauen, ich weiß ja nicht, wo du gerade stehst, was dein Ziel ist, was für dich eben passt und was eben nicht. Ja, und das musst du beherzigen und dann sind Nüsse eben kein Problem, aber alles eben auf deine Situation angepasst. Ja, das zu den Nüssen. Wenn du generell mehr über das Thema Typ-2-Diabetes wissen möchtest, dann schau gerne auch mal bei uns in unserer Facebook-Gruppe vorbei, folg uns auf Instagram natürlich. Und ansonsten, wenn du es richtig angehen willst, kann ich dir nur empfehlen, schau mal auf unsere Website www.peterseidel.com, trag dich mal für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Weil dann sprechen wir mal persönlich über das Thema Typ-2-Diabetes und dann kann ich dir sagen, wie du das Ganze am Kern angehst, das heißt, das zugrunde liegende Problem bei Typ-2-Diabetes angehst und da musst du dir vielleicht langfristig gar nicht mehr so viele Gedanken machen über, was muss ich irgendwann alles an Medikamente schlucken, wird das immer mehr, kommen irgendwann Folgeerkrankungen, so die Hauptprobleme, die einem immer so durch den Kopf schwirren, sondern dann hast du einfach mal einen ganz konkreten Leitfaden, der wirklich in die richtige Richtung geht. Und das wäre natürlich so das Optimale für dich. Also, wenn das interessant für dich ist, schau mal gerne vorbei auf www.peterseidel.com, trag dich ein, unverbindliches Beratungsgespräch, dann schauen wir uns die Sache an und ansonsten hoffe ich, du konntest wieder ein bisschen was für dich mitnehmen, weißt jetzt mehr über die Nüsse Bescheid und weißt, wie du sie einzusetzen hast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, wie immer, beste Gesundheit, dein Peter.